Ja, ich glaube, das ist so ein Titel, das ist ein bisschen wie Weltmeister. Den hat man fürs Leben, auch wenn der irgendwann gebrochen wird. Und deshalb bin ich schon sehr, sehr happy und glücklich, dass das heute geklappt hat. Ich wusste aus dem Training und von meinen Vorleistungen, dass ich in der Lage bin, hier 200 Runden zu laufen innerhalb der Stunde. Und ja, das habe ich auch gezeigt, sogar ein bisschen mehr. Dass es dann am Ende nicht offiziell, nicht ganz für die 40 Kilometer gelangt hat. Na gut, ich kann es nicht ändern. Ich habe trotzdem alles rausgeholt und ich hätte heute keinen Meter mehr geschafft. Ja, das große Ziel ist es natürlich immer noch, es dann doch nochmal zu den Olympischen Spielen zu schaffen auf meine alten Tage. Und das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Ja, also die Motivation war natürlich groß, dann die Stunde trotzdem in Angriff zu nehmen. Der Felix hatte das natürlich alles schön vorgeplant und wollte das unbedingt machen. Und ich musste mich dann nur quasi ein bisschen ranhängen. Und unser Training ging sowieso schon in diese Richtung auch. Wie gesagt, wir haben einen langen Trainingsblock gefahren und deswegen war das jetzt eigentlich, kam es genau zum richtigen Zeitpunkt.